Hubert Fuchs, der Finanzsprecher der Freiheitlichen Partei, ist nun an Bord. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Größter Profiteur der explodierenden Energie- und Treibstoffpreise ist der Finanzminister. Je höher der Grundpreis, desto höher sind natürlich die Steuereinnahmen. Der Dieselpreis besteht zu 49% aus Steuern und Abgaben, beim Benzin sind es sogar 54%. Und durch die CO2-Strafsteuer und durch die Abschaffung des Dieselprivilegs wird der Finanzminister die österreichische Bevölkerung noch unverschämter abkassieren. Der Diesel wird sich alleine dadurch bis 2025 um 21,5 Cent pro Liter erhöhen. 21,5 Cent ist die CO2-Strafsteuer und das Dieselprivileg. Das hat mit der Ukraine überhaupt nichts zu tun, Herr Kollege Kopf. Und beim Benzin sind sogar 14,8 Cent. Ursächlich für diese Preissteigerungen sind die Gesetzesbeschlüsse der Bundesregierung, insbesondere im Rahmen der ökoasozialen Steuerreform und nicht der Krieg in der Ukraine. Die Bundesregierung geht immer nach demselben Taschenspielertrick vor. Das haben wir bei der kalten Progression schon gesehen. Wir nehmen der Bevölkerung zuerst viel Geld weg und dann verteilen wir im Rahmen von ökoasozialen Steuerreformen Almosen. Energiesteuern, Umweltabgaben in allen Ausprägungen werden kompliziert vom Finanzminister eingehoben. Mineralölsteuer, die CO2-Strafsteuer ab 1.7.2022, die Elektrizitätsabgabe, die Ökostrompauschale, die Erdgasabgabe, die Kohleabgabe und nicht zu vergessen die Nova. Diese Bundesregierung nimmt aufgrund der Nova-Erhöhung, die in dieser Legislaturperiode beschlossen wurde, 510 Millionen Euro den Österreichern weg, insbesondere den österreichischen Kleinunternehmen. 510 Millionen Euro bis 2025. Und dann reden Sie heute ganz stolz, dass Sie hier und dort einen Hunderter verteilen. Ein sehr kleiner Teil dieser Energiesteuern und Umweltabgaben fließt dann als Almosen mit einem irrsinnigen Bürokratieaufwand an die Bevölkerung wieder zurück. Die Bevölkerung finanziert sich diese Entlastung in der Regel selbst, so wie bei der kalten Progression. Es wird der Bevölkerung mehr weggenommen, als ihr letzten Endes zurückgegeben wird. Ich darf diesbezüglich auf die schwarz-grüne CO2-Steuer verweisen, die ja nichts anderes ist als eine Mineralölsteuererhöhung unter dem Deckmantel des Umweltschutzes. Ab 1.7. haben wir eine Mineralsteuererhöhung. Und Sie stellen sich hierher und sind ganz stolz, weil Sie ein paar Hunderter verteilen. Und der regionale Klimabonus, der nichts anderes ist wie ein Bürokratiemonster, wie der Energiekostenausgleich, den wir heute beschließen. Eine Steuer, die vom Finanzminister kompliziert eingehoben wird, also die CO2-Strafsteuer, und dann in Form eines regionalen Klimabonus durch die Umweltministerin noch komplizierter verteilt wird. Es wird sogar für die Vollziehung dieser CO2-Strafsteuer eine eigene Behörde, das Amt für den nationalen Emissionszertifikatehandel, mit bis zu 65 neuen Planstellen eingerichtet. So sieht die Verwaltungsvereinfachung der Bundesregierung aus. Kommen wir zu diesem Bürokratiemonster Energiekostenausgleichsgesetz. Ein Negativbeispiel der Verwaltungsvereinfachung. Ich weiß nicht, ob Sie sich das Gesetz einmal durchgelesen haben. Es wird zuerst an jede Adresse in Österreich per Post ein Gutschein mit einem Fragebogen verschickt.
ob der Gutschein dann letzten Endes eingelöst werden darf oder nicht, ja, das muss der Haushalt selbst überprüfen. Die gestellten Fragen, die kann man dann entweder online oder auch wieder postalisch beantworten. Und diese Antworten, die werden dann vom Bundesrechenzentrum überprüft. Die positiv geprüften Gutscheine, die werden dann zum einen an die Stromlieferanten geschickt und zum anderen an die Buchhaltungsagentur des Bundes, wo weitere Voraussetzungen, wie zum Beispiel die Einkommensgrenze, geprüft wird. Die Verrechnung und die Zahlung der durch den Stromlieferanten an das BMF übermittelten Rechnungen erfolgt dann wieder über die Buchhaltungsagentur des Bundes. Und weil dem Stromlieferanten natürlich hier ein erheblicher administrativer Aufwand entsteht, ersetzt man diesem Stromlieferanten die entsprechenden Bearbeitungskosten. Das heißt, für 150 Euro, welche jeder Haushalt mit einem entsprechenden niedrigen Einkommen erhalten soll, werden fünf Organisationseinheiten für eine einmalige Aktion in Höhe von 150 Euro involviert. Das BMI mit den Meldedaten, das BMF, das Bundesrechenzentrum, die Buchhaltungsagentur des Bundes, natürlich auch der Stromlieferant. Der Haushalt wird letzten Endes natürlich auch involviert, weil er selbst überprüfen muss, ob er überhaupt diesen Gutschein einlösen darf. Und dann bekommen wir gestern noch einen Abänderungsantrag zu diesem Bundesgesetz, wo Sie jetzt auch noch den Unternehmensgegenstand der COVAG erweitern, damit wir hier eine sechste Organisationseinheit involvieren kann. Ich darf Ihnen sagen, komplizierter geht es nicht mehr. Die Verwaltungskosten und die Rechtsbefolgungskosten sind hier weit höher als die Entlastung der Bevölkerung. Und was überhaupt nicht verständlich ist, die personenbezogenen Daten mussten ursprünglich 5 Jahre aufbewahrt werden. Und gestern bekommen wir einen Abänderungsantrag, wo Sie sich entschlossen haben, na, wir brauchen diese Daten 7 Jahre. Also ich frage mich, warum Sie für eine einmalige Mini-Aktion von 150 Euro diese Daten 7 Jahre vorrätig halten wollen. Ein datenschutzrechtlicher Irrsinn, der sich hier mit diesem Bundesgesetz abspielt. Herr Finanzminister, sparen Sie sich diesen Umverteilungsbürokratismus und senken Sie sofort die Steuern und Abgaben auf Energie und Treibstoff, insbesondere die Mineralölsteuer und natürlich die Umsatzsteuer. Das wäre einfach und unbürokratisch und würde die Bevölkerung sofort und auch transparent bei jedem Tanken entlasten und nicht über Steuererklärungen ein paar Hunderter verteilen. Angesichts der Rekordinflation von 5,9%, der höchste Wert seit 1984, frisst die kalte Progression die Masse der Steuerentlastungen sofort wieder weg. Und die sofortige Abschaffung der kalten Progression und ein Vorziehen der Senkung der zweiten und dritten Tarifstufe in der Lohn- und Einkommensteuer rückwirkend mit 01.01.2022 und nicht erst irgendwann nächstes Jahr ist ein Gebot der Stunde, um die Österreicher nachhaltig, transparent und sofort spürbar zu entlasten. Ich bringe daher folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Fuchs und weiterer Abgeordneter betreffend Kostenlawine stoppen, Entlastung für Österreich ein, ersuche um Verteilung aufgrund des Umfanges und habe diesen Antrag in seinen Grundzügen erläutert. Vielen Dank. Der Energiekostenausgleich wird ein Verwaltungsmonster gebieren, sagt der freiheitliche Finanzsprecher Hubert Fuchs.